Hello und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minish Cap. Ja Leute, wir sind hier direkt vor dem Dörfchen der Minish stehen geblieben und in diesem Part werden wir die guten Kerle mal besuchen gehen. Oh, guckt euch mal an, wie geil das ist. Wir sind winzig klein und hier ist eine riesen Eichel. Ist doch sau cool. Das ist einfach nur sau geil gemacht. So, dann wollen wir mal da hochgehen. So. Über Stock und Stein. Oder unter Stock und Stein. Dorf der Waldminisch. Oh, es ist schön. Ist das schön. Hier ist wohl das Dorf der Waldminisch. Ja, so. Oh Gott, guck mal, wie süß die sind. Schnemni. Was? Was laberst denn du? Schnemni Celsius. Okay. Nee, das ist richtig. Ich verstehe. Sie haben offenbar schon lange keinen Mensch mehr gesehen. Was? Du konntest sie nicht verstehen? Das war die Sprache der Minish. Kein Wunder, dass du nichts verstehst. Ich habe auch kaum etwas verstanden, weil sie einen eigenen Dialekt haben. Na, irgendeiner hier wird uns schon verstehen. Suchen wir ihn. Okay, okay. Na du? Was, Zor? Du willst Zor mit mir gucken, oder was? Du bist noch viel zu jung für Zor. Glaub's mir bitte. Kann ich das kaputt machen? Yay! So, da gucken wir mal, ob uns hier irgendjemand versteht. Am besten der Big Boss von den ganzen Völkchen hier. Doch wo finden wir den? Da drin finden wir den, glaube ich. Oh Gott, die Musik. Es ist so schön. Ich lieb's. Oh Gott. Na du? Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Es ist lange her, dass ein Mensch hier war. Ich verstehe eure Sprache. Mein Name ist Festa, der Priester, und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbirne. Wenn du die Quatschbirne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Okay. Quatschbirne. Nee, ist klar. Ist klar, ich verstehe euch voll und ganz. Also im Süden hat er gemeint. Also ein Fass im Süden. Na, gucken wir mal, ob wir irgendwo ein Fass finden hier. Fass? Fass, Fass. Fass, 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 Fass. Ich finde kein Fass. Oh, ich habe ein Fass gefunden. Also hier soll irgendwo eine Quasselbirne sein. Das ist dann wohl die hier. Ach, Kindchen, das ist die Quasselbirne. Das ist die Quatschbirne, von der Festa erzählte. Dann lass uns gleich mal davon probieren. Ist die Quatschbirne, dann kannst du mit den Minish reden. Habe ich sie jetzt gegessen? Keine Ahnung. Hallo? Ah, du hast also die Quatschbirne gegessen und kannst uns verstehen. Der Älteste sagt, die Menschen von heute können uns nicht mehr sehen. Unglaublich, dass du uns sehen kannst. Ja, ich bin halt cool. Ich bin Link. Ich bin der Held. Hast du nicht auch schon einmal davon gehört, dass jemand Glück hatte, nachdem er ein Fragment gefunden hat? Fragmente sind in Wirklichkeit Items, die wir Minish herstellen. Wir lieben es, den Menschen heimlich etwas Gutes zu tun. Oh, wie süß. Ist ja niedlich. So, jetzt wollen wir, glaube ich, zurück zum Minister. Weil ich denke einfach mal, der wird uns jetzt schon irgendwie sagen, was wir zu machen haben. Oh, diese Musik. Sie ist so schön. So, erzähl mal was. Oh, du hast die Quatschbirne gegessen. Ja. Über das Schwert weiß ich nichts. Der Älteste weiß bestimmt mehr. Okay, wo finde ich den? Den Ältesten. Okay, jetzt müssen wir den Ältesten suchen. Der könnte natürlich überall sein, der Älteste. Aber vielleicht ist er ja hier. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal, ne? Ah, du siehst schon aus wie ein Ältester. Okay. Oh, du sprichst die Sprache der Minish. Hier gibt es zwar nichts, aber bitte bleibt doch noch und ruhe euch aus. Nein, nein, nein. Vielen Dank, aber wir sind in Eile. Mein Name ist Ezelo und das ist Link. Oder Ezelo. Ich weiß nicht genau, wie ich ausgesprochen werde. Wir müssen Prinzessin Zelda vom Fluch des Hexenmeisters befreien. Wir wollen das zerbrochene Schwert der Minish hier reparieren lassen. Ah, so ist das. Ihr seid gekommen, um das Schwert reparieren zu lassen. Um das heilige Schwert zu erschaffen, braucht ihr die vier Elemente. Die Elemente enthalten die Energie dieser Welt und in konzentrierter Form. Wenn man die Kraft auf das Schwert überträgt, wird es das heilige Schwert.
Ich kann euch sagen, wo sich die Elemente befinden. Okay, also wir brauchen 4 Elemente. Wäre ja auch sonst zu einfach gewesen, ne? Das Erdelement ist im Schrein nördlich vom Haus des Priesters. Priester Fester wird euch sagen, wie ihr zum Schrein kommt. Im Schrein wohnen inzwischen Ungeheuer, deshalb gebt Acht. Wenn ihr das Erdelement gefunden habt, kommt wieder hierher zu mir. Okay. Gut, da haben wir jetzt also einen offiziellen Auftrag. Wir müssen jetzt die 4 Elemente finden. Und mit den 4 Elementen können wir dann das Schwert wiederherstellen. Und dann können wir Vati nachtreten und Zeldas Fluch brechen. Oh, du willst zum Schrein. Bitte hier entlang. Yep. Pass gut auf, denn dort hausen Ungeheuer. Da ist es gefährlich. Alles klärchen. Ich hab ein Schild. Ich hab ein Schild. Guck doch. Mir kann gar nichts passieren. Bong, bong, bong. Okay. Okay, wir sind wieder im Wald. Okay, da geht's lang. Ah, da geht's lang. Ich verstehe. Wow, wir machen quasi also ein Mini-Dungeon. Also, ich meine, ein Dungeon als Minish. So habe ich es gemeint. Sau cool. Der Waldschrein. Ah, hier ist es also der Waldschrein. Hier soll ein Monster leben. Was ist? Zöger nicht. Ich bin bei dir. Na gut, dann gehe ich eben vor. Nein, warte, wir gehen zusammen. Mann, du bist ein Feigling. Zellos, Ellos, Cellos. Ezelos, genau, Ezelos, so hieß er ja. Ezelots. Kappe. Ich nenne dich einfach nur noch Kappe, komm. So, ach man, wir sind jetzt schon. Wir sind, glaube ich, in Part 3, ne? Sind wir in Part 3? Ja, wir sind in Part 3. In Part 3 sind wir schon im ersten Dungeon und es geht alles sehr fix, ne? Aber ich find's cool. Ich find's cool, dass wir jetzt schon in Dungeon Nummer 3 sind. Moment, in Part 3, in Dungeon Nummer 1, also in, wenn wir jetzt ein Part, in Dungeon 3 schon wären, das wäre vielleicht ein bisschen zu erschreckend. Achso, das ist ein Schalter. Ich verstehe. Wir müssen die Schalter aktivieren. Und lass mich raten, da ist ein kleiner Schlüssel drin. Ein kleiner Schlüssel! Wer hätte das gedacht? Er öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Okay. Nanu, eine verschlossene Tür? Ja, und jetzt ist sie auf. Jetzt ist sie auf. Kann ich schwimmen? Okay, die Frage war blöd. Link kann zu Beginn nie schwimmen. Link ist einfach so ein untalentierter Nichtschwimmer. Aber ich sollte ganz ruhig sein, weil ich bin auch Nichtschwimmer. Ja. Kann man diesen Hebel vielleicht herausziehen? Drücke R, um den Hebel zu greifen. Oder drücke zusätzlich das Steuerkreuz nach unten, um zu ziehen. Okay. Und ja, Leute, ihr habt richtig gehört, ich kann nicht schwimmen. Das liegt aber daran, dass mein behinderter Lehrer damals mich ins Wasser gestuppt hat im Schwimmunterricht, obwohl ich nicht schwimmen konnte. Seitdem habe ich eine panische Angst vor tiefem Wasser. Deswegen kann ich nicht schwimmen. Wieder was gelernt über mich, ne? So. Auf jeden Fall wollen wir hier jetzt voranschreiten im Dungeon Nummer 2. Was mir gerade auffällt, meine Stimme lässt langsam total nach. Ihr müsst wissen, ich habe heute schon so viel aufgenommen. Ich habe heute schon 6 Parts Mario aufgenommen für Gaming for Break. Ich habe heute jetzt schon den dritten Part Zelda, wo ich jetzt aufnehme. Und ich habe schon den letzten Part von Crib World heute auch aufgenommen. Also heute kam ganz schön viel von mir. Deswegen meine Stimme lässt langsam tierisch nach. Das merke ich auch voll. Das ist ja ein riesiges Fass. Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Nicht das Fass ist groß, wir sind so klein. So, wir brutzeln das hier ab. Und jetzt können wir, glaube ich, da drin auch laufen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, okay, alles klar. Jetzt können wir uns aber, glaube ich, da drin bewegen, wie ich es gerade schon vorhatte. Oder auch nicht, aber wir können da raus. Gehen wir einfach mal da raus. So, da oben sind noch 2 Schalter, die aktivieren wir doch auch mal glatt. Ach so, das läuft, gecheckt. Ich muss diese Statue verschieben. Also einmal da drauf und einmal da drauf, so. Jetzt können wir aber das Fass endlich bewegen. Nach dem 5. Versuch, nach dem 3.
Geh mal weg, geh. Ah, ihr seid doch nervende Viecher. So, jetzt aber. Ha, Kindchen, das hat sich bewegt. Ach nee, sag nur. So, jetzt können wir nämlich auch da... Ey, ich will da raus. Okay, das scheint so einfach nicht zu klappen. Doch, klappt. Klappt, man muss nur irgendwie ein bisschen tricky sein, dann klappt das Ganze auch. Kann ich das wegschieben? Kann ich dich wegschieben? Nicht von deren Seite. Wow. Geh, tot. Yeah, ich habe den mächtigsten Gegner der Welt zerstört. Und... Ey, was war denn das hier so eine Aktion? Und... Juhu. Wow, das war knapp. Verdammt knapp. Da oben ist was. Also hier kommen wir zurück. Okay, ich verstehe. Aber da hinten war eine große Truhe. Die hätte ich saugern irgendwie. Also müssen wir jetzt ganz, ganz weit ziehen. Oh, ach Mann, ich lasse immer R los. Ich muss auch das Steuerkreuz loslassen. So, zurück, zurück, zurück. Und Schuss. Geilo. So, ein Herz? Nee, Arschloch. Die Dungeon-Karte. Betrachte die Karte. Blaue Räume hast du bereits betreten. Ein Raum, der blinkt, zeigt an, wo du dich gerade befindest. Wähle ein Stockwerk aus mit Steuerkreuz. Okay. Ah, oh, guck mal da. Naja, es ist schon ein bisschen noch hier, ne? Ich meine, komm. Erster Dungeon, ganz schön großer erster Dungeon. Wir erinnern uns an das Dungeon von Dekubaum. Der war winzig. Naja, der ist auch recht winzig, denke ich. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich will, glaube ich, in die Mitte. Ja. Also bis zur Mitte ziehen quasi. So. Safe. Läuft. Passt. Was bist denn du? Geh mal weg. Was bist denn du? Komm mal her. Alter. Geht alle tot. Ah, wenn wir doch nur etwas hätten, was wir auf den Schalter stellen könnten. Ja, haben wir doch. Guck mal hier. Ein Krug. Zong, zong, zong. Safe. Alles ist cool. Alles ist safe. Drücke und halte R, um Dinge zu greifen. Drücke zusätzlich das Steuerkreuz, um etwas zu ziehen oder zu schieben. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir müssen quasi so machen. Und da haben wir noch einen kleinen Key. Sehr schön. Okay, hier gibt es dann, glaube ich, nichts mehr. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Oh, abgesoffen. Okay, jetzt müssen wir dann, glaube ich, zurück. Ich hätte gerne das Herzteil da oben. Wie wäre es, wenn ihr mir das Herzteil geben könntet? Das wäre irgendwie schon schön irgendwie. So, mal gucken, ob wir da oben rauskommen noch. Das wäre natürlich auch gut. Ja, weil da waren wir auch noch nicht. Okay, da ist eine Schlüsseltür und da ist eine normale... Nee, da kommen wir gar nicht... Da kommen wir gar nicht durch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal da lang. Cool. Und hier haben wir jetzt... Fragezeichen. Okay. Nee, wir bleiben mal hier. Spring mal runter. Wir schmeißen uns mal darüber. Mal gucken, was da drüben ist. So... Hier ist ein Schalter auf jeden Fall. Ah ja, jetzt können wir ganz darüber. Ich verstehe. Wie Link das Gesicht verzieht. Ich finde die Animationen... Also das Spiel ist von der Grafik her und von der Animation her finde ich das wirklich richtig, richtig schön. Eigentlich so das schönste 2D-Zelda vom Dingens her. Also von der Grafiken her. Vom Spiel her nicht, nö. Aber von den Grafiken her. Oh, ich darf die Uhr nicht vergessen. Ich sehe ja gerade, wir haben ja gleich schon wieder keine Zeit. So, wie geht denn der Spaß hier? Okay, die Frage ist bloß, wie komme ich jetzt da rein? Hä? Das geht doch gar nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, Leute. Ich würde sagen, dieses und vieles mehr im nächsten Part dann. Vielleicht verstehe ich das dann im nächsten Part. Bis dahin würde ich sagen, viel Spaß noch bei allem, was ihr so tut. Ich liebe euch alle und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.